Das hast du großartig gemacht. Bald kann der Grieche da drüben seinen Laden schließen auf Lesbos schwule Ziegenhütten. Siehst du das Klitoris? Kirianis. Ja, Motto. Onkel, was ist los mit dir? Na, frag doch mal, was nicht los ist. Früher war nur diese Taverne. Sonst war ja alles Wüste. Auf einmal kommen diese dickbäuchigen, fettnasigen, schnurrbärtigen Barbaren. Und jetzt fressen alle nur noch diese billigen, mit Hundefleisch vollgestopften Weißbrothandtassen. Eine Karte. 8 Euro? Ja. Ein bisschen teuer für Werbung. Will ihr griechisch spionieren? Ist er neidisch auf meine Werbekampagne? Meine Küche macht Werbung für sich selber. Küche? Du hast doch gar keine Küche. Du wärmst doch dein Fraß im Heizungskeller auf. Und dafür wird mein Fleiß nicht vom Hundefänger geliefert. Alles nur wegen einer verdammten Braut. Ich hoffe, sie war es wert, Joey. Das hoffe ich auch. Schon viel zu spät. Ja, der wollte unbedingt mit mir über den nächsten Spot reden. Seit deinem letzten Spot tocken hier nur noch diese traurigen Gestalten rum. Das konnte mich natürlich nicht stoppen, ja. Keiner isst mehr. Die schlürfen 2 Stunden an einer Tasse Tee. Diese Leute sind scheiße für meinen Laden. Ibo, wie geht es dir? Gut, geht so. Vielen Dank. Wie geht's Ihnen denn? Gut, danke. Aber wie geht es dir? Sag ich doch. Gut. Vielen Dank. Sag mal, brauchst du irgendetwas? Wie meinen Sie das? Kann ich dir einen Gefallen tun? Ach so, nein, danke. Ich habe alles. Vielen Dank. Wenn du irgendetwas brauchst, frag mich. Okay. Ich sollte einen Spot für dich machen, damit er nicht mehr so leer ist. Uso! Ruhe! Sag das noch einmal. Ich sollte einen Spot für dich machen, dann ist er nicht mehr so leer. Gar nicht schlecht, ja? Ja, kann man essen. Oh, Scheiße. Ich habe euch Arschlöcher nicht zu meiner Hochzeit eingeladen. Das ist nicht deine Hochzeit. Das ist dein Begräbnis. Letzte Worte? Ha?
Kohlensuppe. Die schmeckt wieder. Sag Baba. Baba. Baba.